Wisst ihr, bevor ich mit dem Video anfange, möchte ich mal ganz kurz hier so einen kleinen Real Talk machen. Mein Stiefvater, viele von euch wissen das, die meine Real Life Stories verfolgt haben, hatte auch Krebs. Und wenn man die Diagnose bekommt, allgemeine Diagnose bekommt über eine Krankheit, die unheilbar ist, die fortschreiten wird und die Lebensqualität beeinträchtigen kann hin bis zum Tod, da möchte man sich jeden Strohhalm greifen, wirklich absolut jeden Strohhalm greifen. Und ich kann das voll und ganz verstehen, wenn man in so einer Situation ist und man hat sozusagen einen Zeitraum bekommen, den man überlebt, dann möchte man natürlich alles versuchen, um seinen Heilprozess zu beschleunigen oder gar wirklich den Krebs oder andere Krankheiten zu besiegen. Und dann gibt es leider viele Heilpraktiker, viele Coaches, die kommen dann mit Produkten um die Ecke und sagen, hier, pass auf, wenn du mir zuhörst, wenn du ein Seminar für 600 Euro mitmachst, wenn du ein Seminar für 200 Euro mitmachst, ist ja egal, ich helfe dir aus der Krebsdiagnose rauszukommen, ich helfe dir den Krebs zu besiegen. Und viele von euch werden jetzt sagen, ja gut, dann macht man das nicht. Aber seid froh, dass ihr nicht in so einer Situation seid und ich hoffe ganz stark, dass ihr niemals in so eine Situation kommt, weil wenn man in so einer Situation ist und ich glaube, viele von euch können sich da reinversetzen, versucht man wirklich alles und dann nimmt man leider auch sowas mit und leider kauft man sich dann auch Produkte für 600, 700 Euro, die nur Wasser mit irgendwelchen Zusätzen sind, mit Farbverdünner und das wird euch verkauft als Krebsheiler. Ja, dieses Wasser, die sagen natürlich nie Wasser, aber dieses Produkt kann euch den Krebs komplett wegnehmen, kann euch von Krebs befreien und ihr werdet danach nie wieder Krebs bekommen. Kostet nur 700 Euro und im Endeffekt, was ist es? Meistens Wasser oder irgendwas anderes mit Farbverdünnern und so weiter und so fort, mit Aromastoffen. Und ich finde das so traurig. Es gibt Menschen, die versuchen wirklich alles aus so einer Krankheit rauszukommen, die versuchen ihren Heilprozess zu beschleunigen, die versuchen vielleicht auch diesen einen Tag, dieses Datum zu verschieben, weil man möchte ja länger leben, ne? Und gerade wenn man so ganz früh eine Krebsdiagnose oder eine andere Diagnose bekommt, dann möchte man ja alles dafür tun und dann gibt es Menschen auf dieser Welt, die nutzen das richtig aus, die nutzen das Leid der Menschen aus, die nutzen die Situation aus und verkaufen da Humbug. Und die wissen auch ganz genau, was sie da verkaufen, dass es definitiv den Krebs nicht heilen wird, dass es definitiv auch keine anderen Krankheiten heilen wird. Mit dem Wissen, dass wenn sich die Menschen dann drauf einlassen, definitiv dann versterben, weil viele Menschen dann so auch gerne mal so manipuliert werden, dass sie vielleicht auch sagen, ja, nee, Chemo lasse ich jetzt sein, andere Alternativen lasse ich jetzt auch sein, ich werde mich jetzt nur noch auf das Produkt konzentrieren und mit dem Produkt wird es mir irgendwann besser gehen. Und finde ich ekelhaft. Solche Menschen sind dafür verantwortlich, dass extrem viele an solche Krankheiten sterben. Die Menschen sollte man alle, die da mit drin sind, die für solche Produkte Werbung machen, die für solche Seminare Werbung machen, sollte man alle zur Rechenschaft ziehen. Weil die haben Menschenleben auf dem Gewissen. Es gibt mehr als genug Belege, mehr als genug Menschen, die dann wirklich nur zum Heilpraktiker gehen, weil denen eingeflößt wurde, ach nee, du brauchst keine Schulmedizin, du brauchst auch keine Operation, nimm dieses Produkt hier, das kostet dich nur 100 Euro oder mehr und damit wird's dir besser gehen. Und solche Menschen versterben sehr, sehr, sehr häufig. Aber das ist denen egal, weil die haben ihr Geld gemacht mit solchen kranken Menschen. Wollte ich jetzt einfach nur dazu sagen, weil leider werden solche Seminare, solche Coachings, solche Produkte werden immer im Umlauf sein und solche Menschen werden auch immer damit mehrere tausend Euro, wenn nicht sogar Millionen scheffeln, weil Menschen, die wirklich kurz vor der Schwelle des Todes sind, alles dafür tun werden, dass sie vielleicht doch noch ein, zwei Jahre oder länger zu leben haben. Und ich finde sowas pervers, ich finde sowas absolut pervers. Nicht eine Woche ist es her, dass Marvin Influencer dazu gebracht hat, mit Krebs- und depressionsheilenden Steinen zu werben. Was auch sonst, ne? Wenn ihr Depressionen habt und so weiter. Es wäre eigentlich zu schön, wenn es so ein Produkt geben würde, ne? Mhm.
Ihr wisst, was jetzt kommt. Aber ganz kurz, es geht gar nicht wirklich um ein spezifisches Produkt, sondern eher um ein Coaching. Aber Produkte gibt's auch, also es ist ein bisschen verwirrend. Aber wisst was, heute gehört halt auch einfach weird, ja? Ich sitze auf einem Stuhl. Aber fangen wir ganz von vorne an, ja? Mir wurde ein Video zugeschickt mit dem Titel Ich expose eine Betrügerin, die Krebs heilen kann. Der Ersteller? Tanja. Na Spaß, Matthias Berger, ja? Einfach Teilzeit-Magician, Teilzeit- Exposer, ne? Es geht um Paki Akin. Sie ist Selbstbewusstseins/Energy-Coach und wirbt für die Marke Lava Vitae. Das sagt mir jetzt nichts, ne? Aber das, was sie sagt, hört sich auf jeden Fall vielversprechend an. Ärzte sagen, dass MS nicht heilbar ist, das ist aber nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich glaub, dann hast du so eine, ich will jetzt ihr nichts unterstellen, ne? Ich will ihr nicht sagen, dass sie keine Medizin studiert hat. Aber dann hast du eine aus dem Internet, die Ärzten die Kompetenz absprechen, die einfach sagen, nee, die Ärzte haben keine Ahnung, es ist heilbar. Warum haben die dann Medizin studiert und warum retten die jeden Tag Leben? Ich finde das voll okay, wenn man sich noch zusätzlich was sucht. Wenn man jetzt sagt, okay, man versucht mal diese Heilsteine. Manchmal hilft das ja wirklich. Es gibt Leute, die konzentrieren sich dann auf ein besseres Chakra oder was weiß ich und die fühlen sich besser. Warum nicht? Why not? Wenn solche so Steine vielleicht 20€ kosten und das vielleicht noch nebenbei helfen kann, die Seele ein bisschen zu erfrischen, den Körper vielleicht zu stärken, dass man vielleicht besser den Krebs oder die anderen Krankheiten bekämpfen kann, finde ich das vollkommen in Ordnung. Aber wenn dann so ein Scheiß kommt und dann irgendeine Influencerin, irgendeine Dame aus dem Internet sagt, nee, die Schulmedizin hat nie recht, die haben gar keine Ahnung, das und das ist heilbar, da kriege ich das Kotzen, weil es gibt Menschen, die gerade in so einer Situation sind und die hören sich das natürlich auch an, was man auch verstehen kann, weil die wollen da raus und die werden von vorne bis hinten verarscht. Aber Ärzte sind gar nicht auf dem neuesten Stand. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück bei der nächsten Sendung auf ganz YouTube. Jetzt richtig gut. Heute geht's um, dass ich Trottel in mein Skript schauen muss, oder? Es geht um Heilungen? Naja, schlagt eure Biologiebücher auf der Seite 34,5. Ich meine, wir haben ja in letzter Zeit viele Influencer-Produkte gesehen oder generell Produkte gesehen, die lebensverändernd sind, sag ich jetzt mal. Wir erinnern uns an Sascha, die vor kurzem berichtet hat über eine Influencerin, die gleichzeitig zwei Modemarken vereint, na, Zara Secret. Bei ihr war es so, dass irgendwie ihre Mom an Krebs erkrankt ist, aber sie glücklicherweise die zwei Antwortkomponenten gefunden hat, und zwar Lebensenergie und Alternativmedizin. Ich meine, was auch sonst. Und bitte nicht falsch verstehen, ja, es gibt Studien dazu, die positive... Ich kenne in unmittelbarer Nähe eine Person, die sich komplett jetzt auf die Alternativmedizin verlässt. So ein Heilpraktikerschein kann jeder im Prinzip machen, ne? Man muss halt zu IHK und macht da Seminare. Und ich kann euch sagen, und damit möchte ich jetzt nicht jeden Heilpraktiker hier angreifen, aber ich würde fast schon sagen 80%, ihr geht's immer schlechter. Wirklich. Und aber sie wurde jetzt so schon, ich sag mal in Anführungszeichen, manipuliert, dass sie gar nichts mehr von Schulmedizin hören will, weil der Heilpraktiker sagt, ja, wenn das und das schlechter wird, holen Sie sich noch das Medikament bei mir, ich rühre Ihnen noch das Medikament an, ich rühre Ihnen noch das Medikament an. Ja, da kommen 600-700€ Kosten auf einen zu, aber... Ja, die Menschen werden in solchen Krisen so manipuliert, dass sie viele Menschen dann... den Glauben an die normale Schulmedizin verlieren, merken aber eigentlich, dass es denen schlechter geht, aber der Heilpraktiker sagt, ja, es kann mal kurz sein, dass es ihnen jetzt ein bisschen schlechter geht, aber das Medikament muss ja erstmal richtig wirken. Und warum ich bei sowas immer so sehr emotional, wie schon gesagt, ich habe es ja selber in meiner Familie und ich sehe es ja gerade selber in meiner unmittelbaren Umgebung, und es ist ganz schwierig, man kann den Menschen dann auch nicht mehr helfen, es ist unmöglich. Also du kannst auf den Menschen einreden und sagen, hier, bitte geh nochmal zum Arzt, lass dir nochmal einen Ratschlag von Arzt holen, und ja, ihr ging es besser, wo sie beim Arzt war, ihr ging es wirklich besser. Sie hat da wirklich Hilfe bekommen. Und seitdem sie halt nicht mal zum Arzt geht, sondern zu solchen Seminaren, zu solchen Heilpraktikern, geht es ihr immer schlechter. Sie wird immer dünner. Sie braucht Sauerstoff und... Ja, wenn, und man kann aber nichts machen. Man kann halt nichts machen, weil sie wurde halt so schon
verändert, ne, dass sie der normalen Schulmedizin keinen Glauben mehr schenkt, ne, obwohl es ihr nachweislich mit der Schulmedizin besser ging. Schwierig. Negatives Denken im Zusammenhang mit Gesundheit sehen. Negatives Denken auf der anderen Seite, ja, könnte zum Beispiel gefährden, im Worst Case, dass zum Beispiel den Kaiser nicht abonnierst. Und das wollen wir auch einfach nicht riskieren auf dem Kanal. Aber Real Talk, bei der Sache mit Tanja ist es so ein bisschen schwieriger, ne? Weil wer es nicht weiß, Marvin hat ihr so Heilsteine zugeschickt, die angeblich Depressionen heilen. Da geht es aber wirklich um Glauben und so Energie und so Zeug. Ihr wisst, ich bin da halt null drin. Wobei ich es eigentlich gern wäre, aber das Einzige, woran ich glaube, ist Placebo. Aber ich habe grundsätzlich überhaupt kein Problem damit, wenn jemand sagt, yo, ich denke, da ist was dran. Ich finde es sogar irgendwie auch cool so, außer du machst halt... Ja, das habe ich ja auch schon gesagt. Wie schon gesagt, also wenn man sich solche Steine holt und man hat in der Richtung Erfahrungen gesammelt oder man merkt selber dann, dass es einen positiv beeinflusst, dann finde ich das vollkommen legitim. Ich will solche Sachen null absprechen. Null. Also wenn das Wichtige ist bei schlimmen Erkrankungen, dass man sich selber irgendwie kräftigt, dass man sich selber nie von Gedanken her fertig macht oder sagt, ja, man schafft das nicht mal, weil damit schwächt man seinen Körper. Und das ist ja auch nachgewiesen. Und wenn solche Menschen dann solche Steine zusätzlich zu der nur ganz normalen Therapie nehmen, dann ist es ja okay, dann ist es ja legitim. Aber wenn dann so Leute kommen, die dann solche Steine für 6.000, 7.000 verkaufen und sagen, nein, nur die Steine brauchen sie, sie brauchen nichts anderes, dann hört es bei mir auf. Und dann habe ich auch, weiß nicht, könnte ich kotzen bei sowas, da könnte ich kotzen. Werbung dafür. Weil solange es solche Effekte nicht nachgewiesen, sondern nur... keine Ahnung, anhand von Erfahrungen oder sowas herbeigeleitet werden, kann es halt passieren, dass Leute mit wirklicher Erkrankung, ne, mit Krebs oder mit Depression oder sonst was, das als letzte Alternative sehen, weil sie eben der modernen Medizin nicht mehr vertrauen. Was ich den Menschen, by the way, auch überhaupt nicht übel nehmen würde, so wenn du in einer aussichtslosen Situation bist, was halt irgendwo kommt es halt auch manchmal so rüber, als hätten ich die... Ich glaube, da würde jeder jeden Strohhalm greifen. Jeden Strohhalm greifen, um seine Lebensqualität zu verbessern und vor allen Dingen vielleicht sogar auch die erwünschte Heilung zu erzielen. Da würde jeder zu jedem Strohhalm greifen. Jeder. Auch selbst ich, der absolut skeptisch ist. Wenn ich aber so erkrankt bin, würde ich, glaube ich, auch irgendwann zu jedem Strohhalm greifen. Und aber man weiß ganz genau eigentlich, der gesunde Menschenverstand sagt nein, man versucht es irgendwie trotzdem und dann wird man dann doch so beeinflusst, dass man das dann glaubt, ne? Influencer jetzt nicht so, dass der die Facts so straight auf der Zunge, sondern eher im Script. Was der auch macht zum Beispiel ist, der stärkt eure Seele, wenn ihr Depressionen habt und so weiter. Mensch, die schluckt aber so einen Stein. Boah, jetzt habe ich richtig so die Power. Aber es geht ja auch anders. Und zwar mit Coaching und einem Wundermittel. Beziehungsweise das Wundermittel macht ja eigentlich was ganz anderes. Ne? Es geht um Lava Vitae. Irgendwie, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ganz kurz, ich schneide gerade das Video. Mir ist aufgefallen, dass es ein bisschen unklar ist. Die Sache mit dem Krebs und so weiter steht im Zusammenhang mit ihrem Coaching. Aber ich will auch über Lava Vitae sprechen, weil sie dafür Werbung macht. Das sind aber zwei verschiedene Dinge. Aber Lava Vitae ist auch ein Wundermittel, wie ihr gleich sehen werdet. Also let's go. Genauer gesagt ist das eine ganze Marke, die Produkte herstellt mit, weißt du, so, was steht da? Vulkanmineralien und so. Ob die Produkte was taugen oder nicht, so, ich weiß es nicht, gell? Ich hab's nicht ausprobiert. Ich möchte jetzt kein schlechtes Wort darüber verlieren und so und außerdem ist mir auch ziemlich egal. Mir geht es vielmehr darum, yo, haben diese Produkte irgendeine spezielle Heilungskraft oder so? An sich wird das nicht als solches dargestellt. Also zumindest von der Firma, so die Firma, okay, soll sie machen, aber die Werbung, die, weißt du, die ist ein bisschen weird. Kunden berichten nach 2 Tagen, Parki, ich habe keinen Blähbauch mehr. Geil, oder? Du hast mehr Haare, du hast einfach eine schönere Haut, du hast... ja, alles. Warum muss man das? Das habe ich damals schon so meiner Freundin gesagt. Die musste sich Clarasil kaufen, sie musste sich das kaufen, sie musste sich das kaufen, sie musste sich das kaufen. Dann habe ich irgendwann mal zu meiner Freundin gesagt, pass mal auf, anstatt du 5 Millionen Produkte kaufst, versuch mal deine Ernährung ein bisschen umzustellen. Ess mal mehr Salat. Ja, das habe ich gesagt, ich weiß. Es klopft mir geht weit, aber wirklich, ich habe gesagt, ess mal mehr Salat. Versuch vielleicht mal auf bestimmte Produkte zu verzichten. Macht sie jetzt alles. Sie macht jetzt Sport, sie ernährt sich bewusster und ey, siehe da, sie hat einen gesünderen Lebensstil und sie hatte Probleme hier mit Pickel.
wirklich extrem, ne, fast schon Akne. Alles weg. Alles weg. So. Klar, man kann sich 5000, meine Freundin holt sich kein Klarasil, kein Scheiß mehr, ne? Die holt sich gar nichts mehr davon. 0,000. So, aber die Leute werden natürlich, die sehen das in der Werbung, oh ja, Klarasil hilft, das hilft vielleicht auch. Aber nee, langfristig. Ich habe damals als 16-jähriger Bubele, habe ich mir auch Klarasil geholt. Bei mir war es genau andersrum. Ich hatte am nächsten Tag, ich wollte nicht in die Schule, ne? Weil das ja schon sehr aggressiv ist, ne? Hat ja auch einen anderen pH-Wert. Und das zerstört ja die reine, also die Hautstrukturen. So, ich sah am nächsten Tag unfassbar schlimm aus, ne? Also wirklich unfassbar. Ich hatte über alles voll. Wirklich alles. Ich war ein einzelner Pickel. Und dann habe ich mich dann irgendwann so mit ein paar Sachen halt mal beschäftigt, wie man sich selber so ein bisschen gesünder ernähren kann, ne? Auch wenn ich immer Spaß mache mit Döner und sowas. Ich ernähre mich trotzdem halt gesund. Ich versuch's zumindest. Ja, ich habe meine Sucht mit bestimmten Sachen halt auch mit meinem Energy. So, aber ich versuche das immer mehr runterzuschrauben. Ja, aber wie gesagt, meine Freundin ernährt sich jetzt auch mega gesund. Sie macht Sport. Achtet halt auf alles und es funktioniert. Ne? Da braucht man keine Produkte für 20, 30 Euro. Besseren Darm, du hast eine bessere Verdauung. Und natürlich gegen Allergien, gegen Intoleranzen. Von mir, dass sie keine Zahnfleischentzündung mehr haben, keine empfindlichen Zähne mehr haben. Ich schlafe im Moment weniger und bin topfit. Hast du eine Glutenunverträglichkeit? Wenn ja, schreib es mir gerne in die Kommentare und mach das Plus weg. Ich glaube, ich kann dir helfen. Kauft euren Kindern Vita Intense. Laktose Freunde, genauso. Wenn wir schon beim Thema Werbung sind, muss ich euch was ganz Wichtiges fragen. Hat dir schon mal jemand gesagt, wie hässlich du eigentlich bist? Das liegt wahrscheinlich daran, dass dein Bart alles andere als gepflegt aussieht. Aber nee, das liegt nicht an meinem Bart. Glaub mal. Mit Manscaped. Ich habe mir mal das Beard Hedger Pro Kit bestellt und es ist wie ein Cheatcode. Du bekommst den Beard Hedger mit Schere, Shampoo, Conditioner, Bartöl, Bartbalsam und einem Kamm und eine Bürste, alles in einem Paket. By the way, nicht unterschätzen, was Bartöl und Balsam ausmacht. Ich habe das früher nicht verwendet, aber jetzt so, mein Bart und meine Haut sind einfach viel... Ja, Kaiser, ich muss wirklich sagen, bei deinem Bart ist Bartöl wirklich richtig wichtig. Also ja, das Öl macht halt den Bart fluffiger. Wenn man es halt regelmäßig anwendet, ich hatte auch mal Bartöl. Scheiße teuer, das Zeug, ne? Es hat geholfen, nur ich hatte irgendwann keinen Bock mehr, das jeden Tag mit drauf zu machen. Aber bei Kaiser muss ich wirklich sagen, also bei 3-4 Millimeter ist das wirklich wichtig. Also das ist, ja, gut. Ganz wichtig, wenn man in einer Beziehung ist. Im Bartöl hast du Mandelöl, Jojobaöl und Sonnenblumensamenöl. Und im Bartbalsam hast du Eukalyptus, Rosmarin und Lavendel. Und es riecht genauso geil, wie es sich anhört. Mein Highlight ist aber der Beard Hedger selber. Der hat 7200 Umdrehungen pro Minute mit einer mit Titan beschichteten Klinge. Ich höre mich an wie ein Autoverkäufer. Beste Leben, du hast nur einen einzigen Aufsatz, der auf 20 Stufen verstellbar ist, was wesentlich geschmeidiger ist als alle möglichen Aufsätze, die du mit der Zeit verlierst. Theoretisch kannst du sogar beim Duschen verwenden, weil er wasserdicht ist. Ich muss aufhören, das zu machen. Gut, geiles Geräusch, ja. Aber, ne? Schreib mal, also ich vertraue immer dem Wort wasserdicht, ne? Ich hatte auch mal einen wasserdichten Rasierer für 8 Euro in Saturn gekauft. Der war dann kaputt. Ne, ein Tropfen reingekommen, war kaputt. Ja, das war super. Hat super, ne? Also wenn du Bock hast, deinen Bart zu upgraden, dann check's am besten mal ab. Aber wart noch, du bekommst nämlich mit dem Code KAISER 20% Rabatt und gratis Versand. Danke an Manscaped für Sponsoren und damit zurück zum Video. So, Lava Vitae. Die Firma kommt tatsächlich aus dem wunderschönen Österreich, ne? Also kann schon mal nichts Gutes Spaß. Unsere Vision schreibt. Warum muss eigentlich immer Scheiße aus Österreich kommen, ne? Also geschichtlich gesehen, Österreich baut immer Scheiße und wir müssen das immer wieder ausbaden. Warum? Ich glaube, wir müssen echt mal langsam um Österreich eine Mauer bauen. So, nie böse gemeint, ne? Ich liebe Österreich, ich mag die Menschen da, wirklich auch schönes Land. Aber bei euch kommt nur Scheiße rum. Habt ihr zu viel Zeit oder was los? Was macht ihr den ganzen Tag? Ne, also wirklich, also nichts gegen euch, aber es ist nicht schön langsam. Wieso schickt ihr das eigentlich auch immer zu uns? Geht doch mal ins andere Land, geht denen doch mal auf den Sack. Warum kommt zu uns immer die Scheiße, Mensch? Wir brauchen einfach eine andere Sprache, dass die Österreicher uns nicht mehr verstehen. Ich denke mir jetzt eine aus.
Itay hat sich den richtigen Menschen, den richtigen Motiven und auch den richtigen Werten verschrieben. Die Kombination aus Dynamik, Performance und hohen moralischen und ethischen Werten zeichnet unser Partnernetzwerk aus. Damit tragen wir wesentlich zur Erhaltung der Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude bei. Eine Mission, die sich lohnt. Okay, das hat also so Hauptfokuspunkt, sage ich jetzt mal, im Thema Gesundheit. Und ich glaube, jeder Mensch, der schon mal im Internet war, na, hat schon mal so eine Webseite gesehen, zumindest eine, die starke Ähnlichkeiten aufweist. Damit ist jetzt auch nicht irgendwie so das Design gemeint oder so, aber wenn du halt ganz runter scrollst, dann kannst du Partner werden. Das Konzept dahinter ist, dass du halt so ein ganzes Paket an Produkten kaufst und das verkaufst du halt dann an irgendwelche Leute im Altersheim. Die höchste Stufe davon ist das Blue Label, da hast du so Tuben, Fläschchen und irgendwelche Bücher und so. Na, jetzt mal angenommen, komplette Schätzfrage. Ja, frei raus, egal was in diesen Produkten da drin ist. Was glaubst du, kostet dieses Paket? 600, 700. Nee, mehr sogar. Boah. Ja, da muss ich, glaube ich, noch auf die Black Friday Aktion warten. Aber so ganz ehrlich, Gesundheit ist das höchste. 1,3. Die verkaufen das für 1,3 und man soll das mit Gewinn wieder weiterverkaufen. Never. Never ever kann man das mit... Never. Was hast du dann am Ende für eine Gewinnspanne? Wenn du richtig Glück hast und wirklich alle Produkte dann ein bisschen teurer verkaufst, hast du vielleicht eine Gewinnspanne von 25 Euro. Bitte Schätzfrage. Ja, frei raus. Egal, was in diesen Produkten da drin ist. Was glaubst du, kostet dieses Paket? Ja, da muss ich, glaube ich, noch auf die Black Friday Aktion warten. Aber so ganz ehrlich, Gesundheit ist das höchste Mensch. Na, das ist das höchste Gut des Menschen. Deswegen sind mir auch gleich die Gesundheitstipps vom Parki aufgefallen. Du bekommst von mir 3 Tipps gegen deine Schilddrüse-Unterfunktion. Tipp Nummer 4. Achte darauf, dass du deine Wahrheit sprichst. Sprich alles aus, denn die Schilddrüse steht dafür, ob du deine Wahrheit aussprichst. Iss jeden Tag 3 bis 5 Eier. Jeden Tag 3 bis 5 Eier. Energie, mein Schatz. Alles überträgt sich. Deswegen seid auch vorsichtig, mit wem ihr schläft. Im sexuellen Akt überträgt sich die Energie und bleibt 7 Jahre in deinem System. Du hast die Energie 7 Jahre in deinem Organismus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, im sexuellen Akt danach habe ich erstmal keine Energie mehr für die nächsten 7 Jahre. Also wenn ich das hätte jetzt, ne? Also ich hab's nie, aber ich meine jetzt... Nee, wir machen weiter. Das tue ich einfach hier, ne? Keine Ahnung, tue ich wegschneiden hier. Das, was ich hier mache, ist Cherrypicking. Immerhin habe ich auch fast alle ihre TikToks gesehen, aber so, das, was sie sagt, sollte schon irgendwo Hand und Fuß haben. Immerhin ist sie ja auch Gesundheitscoach. Woher ich das alles weiß, ihr Lieben. Ich bin Paki, ich bin Gesundheitscoach und ich fokussiere mich auf den Darm. Was ich dann aber doch irgendwo bedenklich finde, ist, wenn irgendjemand kommentiert so, yo, ich habe Migräne und ich kriege eine Spritze dafür und sie schreibt halt drunter, okay, schreib mir mal. Ich frage mich jetzt so, will sie ihn trösten oder ihm irgendwie gute Besserung oder was verkaufen oder so? Ich glaube, wir kommen da so ein bisschen in eine Problemzone, weil Produkte an sich zu verkaufen ist jetzt auch nicht so die Welt. Ne? Das macht grundsätzlich jeder. Ich müsste genau schauen, was da jetzt drinnen ist in den Produkten und bla bla bla, aber das juckt mich eher weniger. Mir geht es vor allem darum, dass man moderne Medizin anzweifelt. Und da wird es so ein bisschen, wisst ihr, nicht so koscher. Ärzte sagen, dass MS nicht heilbar ist, das ist aber nicht wahr. Ich glaube, Ärzte sind gar nicht auf dem neuesten Stand. Nee, oh. Machen nur jeden Tag Seminare und Weiterbildungen. MS ist nicht heilbar. Ja, ich glaube auch nicht, dass es ich verstehe auch die Leute, die wirklich den Glauben an die Schulmedizin verloren haben. Ich kann es ja nachvollziehen, auch mit den ganzen... Seid doch mal ehrlich, was will die Pharmazie? Die Pharmazie will so viel Gewinne wie möglich machen. So, auch gerade mit Depressivkranken, gerade mit Alkoholikern, ey, das ist eine Sparte für die Pharmazie. Die freuen sich doch über jeden Depressivkranken. Das werfe ich jetzt einfach mal in den Raum, weil die meisten Depressivkranken bleiben dann für immer und ewig auf Medikamente hängen. So. Und das ist ja auch nicht Mittel und Zweck. Man sollte definitiv selber Eigeninitiative zeigen, selber was gegen die Krankheit machen. Mit Ärzten sprechen und so weiter und so fort. Also, und viele verlassen sich halt wirklich nur auf die Tabletten. So, da braucht man nie drüber reden. Aber die komplette moderne Medizin, die komplette Schulmedizin schlecht zu reden und zu sagen, hier die Creme oder das und das Mittel rettet alles. Sorry. Also, wer das dann glaubt, so,
Weiß ich nicht. Also, wie schon gesagt, ich kann verstehen, so Leute, die in so einer Phase sind. Ich würde es vielleicht bestimmt auch machen. Jetzt lache ich drüber, aber was ich natürlich bei mir nie hoffe, aber was natürlich passieren kann, wenn ich selber mal in so einer Situation wäre, ich würde, glaube ich, auch versuchen, jeden Strohhalm zu greifen. Aber, ja. Welche Ärzte vertuschen würden? Was glaubst du, wie viel Geld du damit machen könntest, wenn du so die Lösung, die Heilung einfach auf den Markt bringst? Und außerdem, was ist jetzt schon wieder gemeint mit schreib mir privat auf die Frage, wie man das heilen kann? Hast du die Lösung? Du kennst die Heilung für MS und schreibst sie irgendwelchen Leuten privat auf TikTok? Alter, was ist mit dir? Na, aber for real, jetzt mal ohne Spaß, ich hoffe, dass du den Leuten einfach nur schreibst, so, yo, hier, keine Ahnung, geh zum Arzt und halt stay positive und so. Dieses positive Mindset stehe ich komplett dahinter. Halt, ja, abgesehen von dem, ja, hab keine One-Night-Stands in case, dass das irgendwie 7 Jahre Pech bringt oder so. Oder hab One-Night-Stands, aber nur mit Leuten mit guten Vibes. Aber so selbstbewusst zu sagen, yo, hier, MS ist heilbar und hier die Ärzte, die wissen das nur noch nicht. Oder sie wollen es halt vertuschen, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Vor allem halt bei Krankheiten, die so gravierend sind. Und ich muss ganz kurz was suchen. Ich habe mich so angeschifft, wo die das gepostet hat. Warte kurz. Da, die Sandra. Heute habe ich mit meiner Arzt telefoniert und sie hat gesagt, ich habe keine Schilddrüse mehr. Ja, fuck. Ja, komm, stur. Ernsthaft. Es ist mir halt einfach... Also somit auch keine Schilddrüsenunterfunktion mehr. Schön, also... Ist sie einfach geplatzt, sie ist einfach weg, die ist abgehauen. Die hat gesagt, wir kein Bock mehr auf den Körper, du ernährst dich scheiße, du kümmerst dich nicht um deine Hormone, ne? Tschüss, ich bin weg. Ja, ist doch schön. Super. Persönlich wichtig, dass du halt, wenn es um solche Krankheiten geht, dass man generell halt so wenig wie möglich falsche Infos begegnet. Und das ist halt der Punkt, wo wir in Richtung Coaching gehen, ne? Schauen wir mal kurz rein. Und eine Krankheit über einen langen Zeitraum kommt daher, weil ich mein Wachstum nicht lebe. Weil ich meiner Lebensenergie nicht folge. Und genau das mache ich im Coaching. Im sauren Milieu entsteht Krebs, absolut. Im basischen Milieu kann keine Krankheit überleben. Im basischen Milieu. Dein Körper kann nicht basisch sein. Unser Körper produziert bei sämtlichen Stoffwechselprozessen immer wieder Säuren. Okay, Ursache für Krebs, Medikamente, Sauerstoffmangel, übersäuert. Ich glaub, ja, Sauerstoffmangel, das habe ich schon seit Geburt an, ne? Also, Uiuiui. Auch dir bewusst, dass es zumindest halt schwierig ist. Sagen wir so, es ist schwierig zu sagen, yo, das hier sind die Ursachen für Krebs und genau das mache ich in meinem Coaching. Das könnten Menschen sehen, die aus der TikTok-Heilmedizinsbranche... Also, dass es Ursachen für Krebs gibt, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Ne? Also, dass natürlich eine Zigarette natürlich dazu beitragen kann, dass solche Krebszellen überhaupt wachsen können. Brauchen wir nicht drüber reden, dass auch gesunde Ernährung dazu führen kann, dass dann irgendwann die Leber schlapp macht, die Nieren schlapp machen, die Nieren nicht mehr den Körper reinigen, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber dann solche Produkte anzupreisen und sagen, ja, die Produkte werden das alles bereinigen oder zu sagen, ja, ihr braucht halt positive Vibes ein ganzes Leben, man hat ein ganzes Leben positive Vibes. Das funktioniert einfach nicht. Und willst du mir jetzt damit sagen, wenn ich mal schlechte Tage habe, dass ich mich da einen Schritt Richtung Krebs bewege oder was? Also sag mal jemanden, der am Montag arbeiten muss, vielleicht eine 12-Stunden-Schicht Notaufnahme, sag mal zu denen, ey, hab doch mal positive Vibes, was ist denn los mit dir? Ach, du musst Überstunden machen, du musst 24 Stunden machen, hast noch nie geschlafen, aber ein bisschen positive Vibes. Irgendwann ist man halt mal geschafft, irgendwann sagt man sich dann auch im Kopf keinen Bock mehr. Klar funktioniert das. Es kann funktionieren, wenn man sich selber immer wieder motiviert. Es funktioniert immer. Wenn man sich zum Sport motiviert, funktioniert. Wenn man sich immer wieder sagt, man macht jetzt, man fängt jetzt an, aber man fängt dann auch wirklich an. Klar kann das funktionieren, aber es kann nicht heilen. Definitiv nicht. Du kannst noch so viel positive Vibes haben, als Krebspatient oder als andere Patienten. Trotzdem sieht man doch statistisch gesehen, dass trotzdem die Leute meistens das nie schaffen. Und das finde ich nicht schön, sowas. Ich habe nichts gegen positive Vibes, vollkommen in Ordnung. Aber ich habe was gegen Leute, die meinen, die kennen dich viel besser aus, die meinen, diese Produkte heilen vielleicht sogar die Ursachen. Das weiß ich nie. Da krieg ich so ein Halt. Wirklich, ich finde sowas nicht schön. Nische fast sogar schon kommen und die werden dann so ein bisschen vielleicht anfälliger drauf. Und das, was mir halt Sorgen bereitet, ist, dass die dann eventuell vielleicht auf Medizin verzichten. Weil wir wissen halt, Medikamente lösen den Krebs aus. Und allgemein Ärzten, ja, würde ich nicht mehr unbedingt vertrauen, seitdem sie halt die Lösung für MS
geheim halten. Ich habe Angst davor, dass die Menschen das halt zu locker nehmen und dann halt irgendwas anderes konsumieren, was vielleicht nicht so eine gute Wirkung hat. Na, ich glaube, das ist ein fairer Punkt. Sie hat, soweit ich das gesehen habe, die TikToks mit MS und Krebs eh auch schon wieder runtergenommen, was auf jeden Fall der, weiß nicht, das einzige Richtige ist. Ich will es jetzt auch nicht damit irgendwie bashen oder sonst was. Ich glaube auch kaum, dass das irgendwer zu sehen bekommt halt auf TikTok, weißt du, der halt in der Branche, ich glaube nicht, dass die Leute meine Videos schauen. Aber wenn es um solche Themen geht, das kannst du halt nicht einfach so auf die leichte Schulter nehmen, wie Rucksäcke. Ich hoffe trotzdem, dass Leute wie Sandra jetzt nicht mehr auf modernste Medizin verzichten und natürlich, dass ihr eine neue Schilddrüse nachwächst. Na, gute Besserung. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Video auch gefallen. Na, meine Freunde, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da für die Leute, die es noch nicht gemacht haben und lasst mir auch gerne wissen, was ihr davon haltet. Vergesst auch nicht, mit so vielen Leuten wie möglich zu schlafen, die eine positive Energie haben, meine Friends. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Ne? Deshalb schlafe ich nie mit Leuten. ne? Gibt's keine Menschen mit positiver Energie. Ja, also, man muss ja ihr einer Sache zugute halten. Ich habe zumindest jetzt bei den TikToks hier, bei den Videos nicht in Erfahrung gebracht, dass sie jetzt komplett die Schulmedizin anzweifelt und komplett sagt zu jedem Einzelnen, ey, geh nicht mal zum Arzt. Das ist zumindest schon mal eine Sache, ne? Die ist zumindest schon mal okay. Ich weiß nicht, was sie privat schreibt. Die kann natürlich auch privat zu den Leuten schreiben, geh lieber nicht mal zum Arzt. Ich coache dich für so und so viel Geld oder hier, du bekommst jetzt das und das Produkt und das wird dir helfen. Dann habe ich ein ganz großes Problem mit. Wenn man den Leuten wertvolle Tipps mitgibt, wenn man den Leuten kostenlos sagt, wie man aus solchen schlimmen Situationen wieder rauskommt, wie man vielleicht auch mit der Familie damit besser umgehen kann. Ja, das hat uns damals gefehlt. So, die Ärzte waren alle so ein bisschen, ja, ich sag mal, Fachmanager. Die haben auch null uns so ein bisschen geholfen. Die waren halt, sag ich mal, nur für die Behandlung da. Und dann steht man halt da. So. Dein Stiefvater sieht immer schlimmer aus, keiner hilft dir so wirklich. Und wie geht man jetzt als Familie mit der Situation um? Man wird komplett hängen gelassen. Und wenn man sowas dann vermittelt im Internet, vollkommen legitim, vollkommen okay. Wenn man sagt, ey, ihr müsst so und so mit der Situation umgehen, ihr müsst das und das machen, vollkommen legitim. Aber wenn, bei mir hört es dann auf, wenn Produkte verkauft werden und die für ein Heilmittel verkauft werden, wenn Seminare verkauft werden für sehr, sehr viel Geld und das gibt's mehr als genug im Internet. Ich habe schon Seminare wirklich für 2.000, 3.000 gesehen, ist kein Witz. Und da sitzen dann wirklich schwer erkrankte Menschen und die haben komplett die komplette Schulmedizin sein gelassen, weil denen das dann gesagt wurde. Und solche Menschen siehst du dann 2 Monate auf einmal nicht mal in den Seminar. Gut, kann natürlich auch sein, dass er vielleicht kein Geld mehr dafür hatte. Es kann aber auch sein, dass er verstorben ist. Will ich jetzt ihr niemanden unterjubeln, ne? Aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Schwieriges Thema. Ich bin bei sowas auch ein bisschen sehr überemotional. Tut mir auch sehr leid, aber ich kann damit, ja, keine Ahnung. Es fällt mir schwer, da sachlich zu bleiben. Bin ich ehrlich zu euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo von Kaiser an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime down. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Würde mich mega freuen. Haut rein und tschüss.